Oha. Okay, ja, würde ich mal sagen, untersuchen wir erstmal. Die Lampen sind an diesem Ufer immer an. Tagsüber werden sie heruntergedreht, nachts oder bei dickem Nebel dreht man sie hoch. Filigrane Gusseisenverzierungen sind das Markenzeichen der Laternen und Bänke an diesem Teil des Embankments. Ich weiß noch, ich habe mich damals extrem gewundert. Also als ich mal hier so durch London gegangen bin und dann waren war hier Kleopatras Nadel und diese ägyptischen Sachen und ich dachte mir so, hä, was ist jetzt los? Das 1870 fertiggestellte Victoria Embankment, eine Uferbefestigung der Themse, reicht von dem House of Parliament bis zur Innenstadt. Es besteht aus massivem Granit und hält die wechselhaften Gezeiten vom linken Ufer der Themse fern. Dieser über 20 Meter hohe Obelisk wurde 1475 vor Christus in Helipolis von Thutmosis III. Aufgestellt. In dem Jahrzehnt, seit er in London steht, haben seine faszinierenden Hieroglypheninschriften schon erste Korrosionsschäden durch die Luftverschmutzung erlitten. Ja, dann frag dich mal, wie das heutzutage aussieht. Ups. Den haben wir hier. Constable Ro hier Roach ist doch Kakerlake, ne? PC Roach repräsentiert einen weit verbreiteten Typ von Polizisten. Er ist fantasielos, hält sich wie besessen an trivialen Zufällen auf und ist sich nicht zu schade, unter dem Deckmäntelchen der Autorität die Leute rumzuschubsen. Außerdem ist er ein ehrgeiziger Dummkopf. Okay. Gehen Sie bitte weiter. Hier findet eine offizielle Polizeiermittlung statt. Ja, boah, Junge. Weißt du nicht, wer ich bin? Constable, ich bin Sherlock Holmes. Ich würde mir den Tatort gerne mal ansehen. Hier findet eine Ermittlung in einem Mordfall statt. Ich weiß, dass Inspektor Lestrade keine Eindringlinge bei unseren Untersuchungen mag. Eieieiei. Bist du dir da sicher? Nimm das. Kritischer Treffer. Bam. Sie können doch lesen, oder, Roach? Lestrade hat um meine Mithilfe gebeten. Kein Grund, so schnippisch zu werden, Mr. Holmes. Ich befolge nur Befehle. Befehle sind die letzte Zuflucht der Unmoralischen und der Unfähigen. Wie war das? Trotz Ihrer Einwände werde ich den Tatort untersuchen, Constable. Ich mag keine Störenfriede, Mr. Holmes. Ich behalte sie im Auge. Vielleicht wollen Sie ja nur, dass ich schlecht dastehe. Das wäre wohl kaum schwierig. Aber ich habe Besseres zu tun. Boah, Junge, ey. Meine Güte. In dem schummrigen Licht glitzern die Stufen mit einer feuchten Patina vom schmutzigen Nebel. An manchen Stellen scheint mehr als nur Kohlenstaub abgelagert zu sein. Selbst in dieser unsteten Beleuchtung ist ein Unterschied sichtbar. Der umständliche Guaiacum-Test könnte diese Flecken eindeutig als Blut identifizieren. Einige Spritzer an der rechten Wand sowie zähflüssige Ansammlungen auf der 6. und 12. Stufe sind zu erkennen. Okay, das heißt, er wurde hier oben erschossen und dann... Aha, das ist ja interessant. Wo haben wir denn hier diese Flecken? Können wir die nochmal genauer untersuchen? Ah, hier. Selbst in dieser unsteten Beleuchtung ist ein Unterschied sichtbar. Ach so, das kennen wir schon. Sonst ist hier nichts.
Ein Hickory-Stab wird von einer Klammer gehalten. Am vorderen Ende ist ein Eisenhaken befestigt. In geübten Händen könnte er dazu dienen, beim Anlegen eine Leine zu fangen oder sogar ein Kind aus dem Fluss zu ziehen. Ich bin sicher, Lestrade würde vor Überraschung erstarren, wenn sie etwas Interessantes fänden. Ich habe meine Adleraugen schweifen lassen. Da ist nichts. Vielleicht könnte etwas Licht die Sachlage erhellen. Und die Fähigkeiten des Ermittelnden sind natürlich auch ausschlaggebend. Genau darum bin ich ja hier im Einsatz. Der beste Mann für den Job. Ich erkenne ein Verbrechen, wenn ich es sehe. Sehr pfiffig. Aber ich bezweifle, dass Ihre Wachsamkeit hier belohnt wird. Wer kann das wissen? Ich verziehe mich auf den Tee. Was können Sie mir über das Verbrechen erzählen, Constable? Warum, Lestrade? Sie braucht es mir zu hoch. Sie erbetteln sich doch dauernd nur Informationen von uns. Da Sie den Fall noch nicht gelöst haben, tun Sie dem Inspektor vielleicht gnädigerweise den Gefallen und beantworten einfach die Frage. Das Opfer wurde aus nächster Nähe von einem Unbekannten erschossen, ist wahrscheinlich erst vor kurzem und hier in der Nähe passiert. Die Leiche landete im Fluss, ein Flussmann fischte sie raus und das ist alles. Wo kann ich diesen Flussmann finden? Der Kerl heißt Needham. Jesse Needham. Lebt in der Aldgate High Street, Halbmondpassage 6. Wenn Sie ihm einen Besuch abstatten wollen, nehmen Sie eine Pistole mit. Östlich von Bishopsgate trägt der Inspektor immer eine Schusswaffe bei sich. Okay. Und dann fragen wir mal Watson. Watson hat ja eh mal seinen Revolver dabei. Ismail Paschas Geschenk sieht äußerst geheimnisvoll aus bei diesem Licht, nicht wahr? Und man kann auch nicht die Schäden sehen, die Kohlenstaub und das Wetter ihm zugefügt haben. Ein Jahrzehnt in England hat den Obelisken mehr zersetzt als drei Jahrtausende in Ägypten. Es ist abscheulich. Ja. Der Schwammkopf hat mich einen Störenfried genannt. Können Sie das glauben? Er ist entweder ein Ignorant oder er will Sie absichtlich beleidigen. Von beiden ein bisschen. Die Dummheit und die Unfreundlichkeit sind in seinem Charakter recht ausgeglichen. Lassen Sie uns verschwinden, Watson. Ich will eigentlich sowieso nicht hier sein. Wir sind aus gutem Grund hergekommen, Holmes. Grobheit und Inkompetenz von offizieller Seite ändern nichts daran. Wollte auch noch gar nicht gehen. Dieser Constable Roach ist ein echter Schwachkopf, Watson. Ein Mann mit seinen begrenzten Fähigkeiten sollte sich wirklich einen anderen Job suchen. Ich bin sicher, was er als Ödland bezeichnet hat, wird für uns fruchtbarer Boden sein. Aber nicht jetzt. Er steht direkt neben euch, der kann euch doch hören. Erinnern Sie sich an die letzten Worte des großen Goethe, Watson? Bedauerlicherweise sind meine Deutschkenntnisse gleich null, Holmes. Mehr Licht, sagte er auf dem Sterbebett. Wir haben etwa das gleiche Problem. Etwas weniger offizielle Überwachung dürfte ähnlich hilfreich sein. Naja, es ist zu dunkel. Bei dieser Beleuchtung kann ich kaum bessere Ergebnisse vorweisen als der Kretin vom Polizist. Sie wären selbst dann noch besser, wenn Sie nur nach Hörensagen arbeiten. Tut mir leid, dass ich die Lampe nicht mitgebracht habe. Egal, ich habe ja meine. Aber ich habe keine Lust, seine Arbeit für ihn zu erledigen. Lieber ein anderes Mal. Also müssen wir jetzt ihn irgendwie verscheuchen, oder wie ist das? Haben Sie hier an der Treppe mal mit dem Licht nachgesehen? Nein, das habe ich am Bahnhof gelassen. Ist verdammt lästig, das Ding immer rumzuschleppen. Aber auch verdammt wichtig für eine solche Untersuchung, finde ich. Ich habe noch ein halbes Päckchen Streichhölzer anzubieten. Sehr erleuchtend. Warte mal, wenn wir jetzt gehen und wiederkommen, ist der dann weg, oder wie ist das? Der muss ja irgendwie verschwinden. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass er keine Lust hat, seine Arbeit zu machen, wenn der so ein netter Mensch ist. Nee, der ist immer noch da. Wann geht der denn mal? Ja, warte, wenn ich jetzt einfach mal... Nein, ich wollte... anzünden? Ach so, ich brauch Streichhölzer oder was? Ach nee.
Eine Suche mit Lampe, aber dafür ohne Überwachung, dürfte etwas mehr Licht in die Sache bringen. Ja, dazu müsste er gehen. Sie haben recht, Watson. Ich werde doch nicht Roachs Arbeit für ihn erledigen. Und für diese hilfreiche Erinnerung vergebe ich ihm sogar das lausige Wortspiel. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal erstmal zu dem Flussfischer hier und kommen später wieder nach hier zurück, weil er scheint ja jetzt nicht gehen zu wollen. Oh, Needham. Wo ist er? Ah ja. Aua. Ja, ich würde mal sagen, mal wieder umschauen, ne? Wände. Was haben wir denn da? Unregelmäßig geformte Fenster sind wahllos in die rauchgeschwärzten Wände eingelassen. Die Scheiben, die nicht mit Teerpappe zugeklebt sind, lassen vor lauter Dreck kaum noch Licht durch. Was ist denn da passiert? Die rostbefleckten Ruder von Needhams Nachen sind stumme Zeugen seines Lebens. Ihre sichere Position unterstreicht ihre Bedeutung. Obwohl sie alt genug erscheinen, um eine römische Galeere über den Kanal geschoben zu haben, sind sie doch wertvoll. Als Werkzeug, mit dem er sein karges Leben fristet. Eine antiquierte Händlerkiste steht am Fußende einer kargen Liege. Ihr gesplitterter Deckel und weggerostete Beschläge machen es ihr unmöglich, ihren Daseinszweck zu erfüllen. Hat er nichts dagegen, wenn wir die aufmachen? Was glauben Sie denn, was die da machen? Da drin haben sie nichts verloren. Ja, recht hat er, ne? Leere, unetikettierte Flaschen liegen auf dem Boden. Früher enthielten sie einmal Gin oder der besonders schlimmen Sorte. Ohne überzeugende Beweismittel, dass es sich bei Mr. Needham eigentlich um einen passionierten Buddelschiffbauer handelt, könnte man zu der Vermutung kommen, dass es wieder auffüllbare Pfandflaschen sind. Na, das kennen wir ja schon. Bedenkt man die Herkunft der anderen Gegenstände in diesem Raum, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser imitierte Turner ebenfalls aus der Themse gefischt worden ist. Die modernen Londoner haben ihre jahrhundertealte Gewohnheit noch nicht abgelegt, das Überflüssige und das Ungeliebte der fließenden Müllhalde anzuvertrauen. Eine grob gezimmerte Kiste enthält brennbares Material, ein paar kleine Brocken, Kohle, Treibholz und Möbelteile, einige davon sogar aus früherer, recht eleganten Möbelstücken. Der ganze Kram scheint aus der Themse gezogen worden zu sein. Naja, aber wenn das Holz von Möbeln ist, dann müsste das ja auch lackiert sein und wenn du das als Brennholz benutzt, hast du ein Problem. Mäuschen. Noch mehr Flaschen, dann schauen wir uns immer an. Needhams raue Haut, seine Hakennase und seine strubbelige Frisur erinnern fatal an Dickens erfundene Bösewichte. Aber dieses Raubtier hier lebt wirklich auf eine gewisse Weise. Seine dunkel überschatteten Augen wandern unablässig in seinem kleinen Käfig hin und her. Sie verweilen kurz auf einer Stelle, neben seiner kargen Liege. Dann flitzen sie weiter. Ein paar brauchbare schwarze Lederschuhe, in jüngster Zeit nicht geputzt, trocknen am Feuer. Die Schuhe sind nicht von überragender Qualität, fallen hier aber trotzdem auf wie ein paar rosa Balletttüchchen.